Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video und somit auch heute zu einer neuen Rezension. Heute geht es wieder mal um einen Thriller und es geht nämlich um DNA, geschrieben von einer isländischen Autorin und ich glaube, ich spreche den Namen lieber nicht aus. Er ist ungefähr Yrsa Sigurðardóttir, so ungefähr. Nein, ich kann leider kein Isländisch und habe auch nichts dazu gefunden, wie man den Namen ungefähr ausspricht. Und selbst wenn, du würdest wahrscheinlich nicht auf die Reihe kriegen, deswegen lasse ich es so. Das Ganze ist im BTB Verlag erschienen als ja großes Hardcover mit einem sehr, sehr prägnanten Cover, wie ich finde. Also das ist auch so ein bisschen erhaben, so ein bisschen, ja wie ihr seht, das glänzt auch so hier, nur die, das Tape quasi. Und das Ganze hat 479 Seiten an der Zahl. Kurz von weg, es geht in dem Buch um den Ermittler Hulda und oder den Kommissar Hulda und ja, er wird zu einem Tatort gerufen, wo ja eine Familienmutter ja grausamst getötet wurde. Ich möchte gar nicht näher auf den Tathergang eingehen, weil ja, das war schon nicht so schön, auch wenn es gar nicht so detailliert beschrieben wurde. Das ist dann eher seiner Fantasie überlassen. Und ja, die einzige Zeugin ist ihre kleine Tochter, ich glaube 4 oder 5 ist sie alt, also sehr, sehr jung noch. Und ja, die wurde Zeugin dieses abscheulichen Verbrechens und hat nur durch Glück überlebt und ja, die Polizei möchte natürlich rausfinden, wer das getan hat. Und so versucht sie aus dem kleinen Mädchen so viel wie möglich herauszubekommen. Und ja, Hulda möchte das Mädchen befragen, beziehungsweise bei der Befragung durch eine Psychologin dabei sein und ja, dann betritt er den Raum und sieht Freya, die Psychologin, die dieses Kind befragt, quasi die Kleine. Und ja, es ist doch natürlich kein unbekanntes Gesicht, denn die beiden hatten vor, ich glaube, also das war da, dem Tag davor, auf jeden Fall in dieser Woche, gerade erst, ja, nach einer Kneipentour Sex und einen One-Night-Stand nur. Und ja, Hulda hat sich auch nicht zu erkennen gegeben, also hat nicht gesagt, dass er Polizist ist und ja, dementsprechend ist die Stimmung ein bisschen eisig. Natürlich versuchen sie damit professionell umzugehen, damit die Ermittlungen dadurch nicht gestört werden und ja, die Psychologin möchte quasi aus der Kleinen so viel wie möglich rausbekommen zum Täter, denn sie muss ihn ja irgendwie gesehen haben. Doch das ist nicht genug, was Hulda zu tun hat und zu schaffen macht, denn kurz danach wird eine weitere Frau genauso bestialisch ermordet und ja, sie gehen wohl in der Annahme, dass es sich jetzt um einen Serientäter handelt. Auf der anderen Seite haben wir noch die Geschichte eines jungen, ja, Amateurfunkers, der ja irgendwie kein anderes Hobby hat, als seinen Amateurfunk zu betreiben und sitzt Tage und Nächte lang nur vor diesem Gerät und auf einmal bekommt er, nur er persönlich, ganz bestimmte Botschaften, kryptische Botschaften mit ganz vielen verschiedenen Zahlen, die nur er entschlüsseln kann und die auf ihn hinweisen und noch auf etwas anderes. Und er weiß nicht, dass er sich damit in sehr, sehr große Gefahr begibt, denn er möchte ja diese Rätsel auf eigene Faust lösen und ja, geht nicht zur Polizei. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Die ganze Geschichte startet gar nicht mit dieser Tat, sondern mit einem eine Reise in die Vergangenheit, wo wir Zeuge werden von einem Teil der Geschichte, der erst wieder sehr viel später aufgegriffen wird. Und diese Zusammenführung fand ich wieder sehr gut, weil man hatte das eigentlich schon wieder teilweise verdrängt. Obwohl man ja weiß, dass es wohl was zu bedeuten hat, wenn das gerade zu Anfang des Buches irgendwie 30, 40 Seiten einnimmt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass mich das Buch eher enttäuscht hat. Also ich habe schon viel Gutes darüber gehört, deswegen habe ich mich echt gefreut. Es steht auch hier Thriller drauf, aber für mich ist es nicht so einer. Also für mich hat es weder was psychologisch, psychomäßig Spannendes, aber auch absolut nichts Brutales oder Blutiges. Also irgendwie ist es für mich eher ein Krimi und wie ihr vielleicht langsam wisst, mag ich keine Krimis. Also mir ist es immer zu langweilig, zu langsam, zu wenig Blut, obwohl es jetzt nicht unbedingt blutig sein muss. Ich mag ja auch diese psychologischen Thriller sehr, sehr gerne, aber hier war es irgendwie keins von beidem. Also es war ein ganz einfacher Krimi. Diese Szenen, wovon ich gesprochen habe, diese Taten, da wirft man einmal ein Auge drüber und dann war es das. Also nichts Weltbewegendes. Man kann es einfach nicht mit diesen amerikanischen krassen Thrillern vergleichen. Ich meine, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Chris Carter, Colin McFadden und so weiter. Das ist halt eine andere Hausnummer und ja, ich habe mich mehr recht als schlecht durch dieses Buch irgendwie quälen müssen, was ja sehr, sehr schade ist, weil ich denke, dass es einigen von euch wahrscheinlich schon gefallen wird, wenn ihr halt eher so, oder wenn ihr auch gerne Krimis lest, weil die sind ja von Natur aus eher ein bisschen langsamer, ein bisschen, wo es mehr um diese
tatsächliche Kriminalarbeit geht und da wird man hier auf jeden Fall fündig. Auch diese Geschichte mit dem Funker war zunächst ein bisschen langatmig und ich fand ihn auch sehr unsympathisch, aber mit der Zeit kommt man da mal rein und man weiß, was das alles zu bedeuten hat. Ja, viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Wie gesagt, die Auflösung zum Schluss fand ich gut. Das ist jetzt der Auftakt der Reihe um Hulda und um Freya. Und noch eine Sache dazu. Ich muss auch sagen, dass mich diese Konstellation der beiden irgendwie... Es hat mir auch nichts gebracht. Also es hätte nicht sein müssen, dieser Konflikt zwischen den beiden, der... Ja, also das hätte für mich nicht sein müssen, diese Vorgeschichte quasi mit diesem One-Night-Stand. Also das hat... für mich jetzt nicht zu dieser kriselnden Stimmung oder so beigetragen. Ja, also es war okay, aber hätte jetzt nicht sein müssen. Dementsprechend, das Buch hat von mir nur 3 Sterne bekommen. Es ist immer noch okay, aber jetzt nichts, was ich unbedingt nochmal lesen muss, wo ich die Reihe weiter verfolgen muss. Das hat mir leider nicht ganz so viel gegeben wie meine normalen Thriller, wo ich weiß, dass sie was für mich sind, die ein bisschen blutiger sind, ein bisschen mehr auf die Psyche gehen. Das ist eher so ein seichter Thriller, aber trotzdem mit gutem Ende. Also, wer da mal vorbeischauen möchte, ich verlinke euch das wie immer unten in der Infobox. Ja, ansonsten war es das von mir für diese Rezension. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen weitergeholfen, falls ihr überlegt habt, ob ihr euch das Buch holen möchtet. Also, wie gesagt, ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das Buch für niemanden was ist. Es ist ja immer alles Geschmackssache und die sehr, sehr vielen, sehr, sehr guten Rezensionen haben ja auch ihren Grund. Aber für mich persönlich war es jetzt leider nichts. Nichtsdestotrotz wie immer auch der Link, dass ihr nochmal nachschauen könnt, auch zu anderen Rezensionen in der Infobox. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ob ihr das Buch schon gelesen habt und vielleicht auch total begeistert wart oder so. Oder ja, wie es euch generell gefallen hat, das interessiert mich immer sehr, was da so eure Meinung ist. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss!